Danke schön, Frau Präsidentin. Und die übrigen Anwesenden bitte ich um etwas mehr Ruhe, meine Damen und Herren. Genau. Wir wollen das Probejahr abschaffen, denn Inklusion kann nicht in einem exklusiven Schulsystem realisiert werden. Machen wir mal einen kleinen Exkurs in jüngere Geschichte. Am 25. Juni 2009 fasste das Abgeordnetenhaus von Berlin den Beschluss mit dem Titel Weiterentwicklung der Berliner Schulstruktur, Drucksache 2479. Im Beschluss werden die seitdem oft wiederholten Ziele der Schulreform benannt. Erstens, alle Kinder und Jugendlichen zu höchstmöglichen schulischen Erfolgen und die übergroße Mehrheit zum mittleren Schulabschluss am Ende der 10. Jahrgangsstufe zu führen, sowie den Anteil derjenigen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, deutlich zu verringern. Zweitens, die Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen Herkunft deutlich zu verringern. Und drittens, die Abiturientenquote innerhalb der nächsten 10 Jahre deutlich zu erhöhen. Ausdrücklich beschloss das Abgeordnetenhaus unter Punkt 1.1 hier auch die Gleichwertigkeit von integrierter Sekundarschule und Gymnasium. Hier heißt es, ich zitiere, ein zweigliedriges Schulsystem in der Sekundarstufe 1 ist nur dann erfolgreich, wenn beide Schularten gleichwertig sind. Das bedeutet im Einzelnen, an beiden Schularten gelten die gleichen Bildungsstandards und entsprechend gleiche Lernvolumina. Beide Schularten vergeben alle Schulabschlüsse einschließlich des Abiturs nach gleichen Kriterien. Für aufgenommene Schülerinnen und Schüler ist ein Wechsel der Schulart durch Entscheidung der Schule nicht mehr zulässig. Ein Verlassen der Schule auf eigenen bzw. Wunsch der Eltern bleibt selbstverständlich möglich. Für den Übergang in die gymnasiale Oberstufe gelten die gleichen Anforderungen und Regelungen. Und der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf findet an beiden Schularten statt. Beide Schularten sind gleichwertig im Hinblick auf den Anspruch, jeden Schüler und jede Schülerin in einer heterogenen Lerngruppe zum bestmöglichen Abschluss zu führen. Zitat Ende. Alle Schulen, eben auch die Gymnasien, müssen deshalb Verantwortung für jede aufgenommene Schülerin und für jeden aufgenommenen Schüler übernehmen und eine Kultur der individuellen Förderung entstehen lassen. Dazu gehört, dass aufgenommene Schüler bei Defiziten der Leistungsentwicklung nicht zwangsweise an andere Schulen abgegeben werden. Der erzwungene Schulwechsel ist eine auf die Sicherung fiktiver Homogenität ausgerichtete Selektionsmaßnahme, die mit dem Inklusionsauftrag unvereinbar ist. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden in der Regel beschämt und in ihrer Entwicklung beschädigt. Und dann kommen sie in die Reparaturwerkstatt, ISS oder Gemeinschaftsschule. Die Pädagoginnen und Pädagogen dort haben dann lange zu tun, diese Schülerinnen und Schüler wieder aufzubauen, ihnen den Glauben in die eigenen Fähigkeiten wiederzugeben und ihr Selbstwertgefühl aufzubauen. Bei einem nicht unbeträchtlichen Teil schaffen es engagierte Lehrkräfte dort dann trotzdem, diese angeblich abituruntauglichen Schülerinnen und Schüler erfolgreich zum Abitur zu führen. Ich frage Sie, warum sollte das nicht auch im Gymnasium gehen? Unabhängig davon, dass folgendes Problem jedes Jahr neu besteht. Wohin mit den sogenannten Rückläufern? Zurück? Wohin? Dahin, wo sie herkommen? Oder dahin, wo sie hingehören? Nur nicht am exklusiven Gymnasium bleiben? Das ist doch der Zopf der Vergangenheit, der uns hier anguckt und der endlich abgeschnitten gehört. Beim ersten Überfliegen der politischen Schwerpunktsetzungen, die die Koalition mit der Verteilung der Rückzahlung des Bundes und der Länder in Höhe von 300 Millionen Euro betont, dachte ich ja, oha, die SPD erinnert sich an ihren eigenen mit uns Linken gemeinsam gefassten Beschluss. Ich weiß, so ist es leider nicht, oder? Ich interpretiere den Geldsegen für die Gymnasien mit einer Aufstockung von 5 Millionen per anno jetzt einfach mal als Unterstützung für unseren Antrag. Das Geld ist dort gut angelegt, wenn das Probejahr fällt und Gymnasien prinzipiell
mit heterogenen Klassen arbeiten und alle Schülerinnen und Schüler so fördern, dass aus ihnen wird, was aus ihnen werden kann. Tun wir es einfach, schaffen wir das Probejahr ab.